Wie muss man sich das vorstellen, wenn man sich nicht impfen lässt? Muss man dann, wie hoch ist die Geldstrafe, was ist das Bußgeld? Klopft dann zu Hause jemand und sagt, jetzt kommen Sie aber, und dann stehen die Soldaten vor der Tür? Nein, auf keinen Fall. Also da steht ja noch nichts fest. Und ich kann hier wirklich nicht nach vorne blicken, weil ich bin ja Gesundheitsminister. Genau. Teil der Regierung, die Regierung entscheidet das nicht. Das ist eine Frage des Parlaments, also wie das Parlament quasi das umsetzt. Aber natürlich, also wird es so sein, dass da Bußgelder eine Rolle spielen müssen. Wie hoch? Das weiß man nicht. Darüber möchte ich einfach nicht so zitierfähig spekulieren, weil ich möchte einfach dem Deutschen Bundestag nicht vorgreifen. Es wird auf jeden Fall so sein, dass das, also wenn wir diesen Weg gehen, und ich rate uns, diesen Weg zu gehen, damit wir zukünftige schwere Wellen nicht fürchten müssen. Ich möchte einfach nicht alle 3 oder 4 Monate in etwas hineinkommen, wie wir es jetzt bei Omikron haben. Die gesamte Regierung begeht dort einen Wortbruch erst einmal. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Sie haben in dieser Woche davon gesprochen, dass es nicht genügend Impfstoff gibt. Und weiterhin wird über die Impfpflicht geredet. Wir wissen nicht mal, wie viel wir boostern müssen. Das ist doch total absurd. Ich habe Ihnen ja eben schon vorgetragen, dass wir das Impfstoffmangelproblem durch die Lieferung von 25 Millionen Dosen, das sind 50 Millionen Boosterdosen, lösen konnten. Aber Sie wissen doch gar nicht, wenn jetzt Omikron, dann kommt die nächste Welle. Es gibt doch fast schon ein Impfabo. Man muss sich dann alle 4, 5, 6 Monate impfen lassen. Ja, das ist richtig. Aber wir haben jetzt also tatsächlich eine kurzfristige Lieferung. Da bin ich sehr dankbar, von Moderna bekommen. Super. 25 Millionen Dosen, das reicht für 50 Millionen Boosterimpfungen. Damit kann man wirklich also eine Boosterkampagne fahren. Aber kann man die Deutschen wirklich verpflichten, sich jedes Jahr neu impfen zu lassen? Oder alle 6 Monate? Kann man das machen? Das ist kann man machen. Wir haben es hier Impfabo genannt. Logisch. Ja, also denken wir mal darüber nach, was wäre die Alternative? Also hier spreche ich wirklich aus Alternative, Laudi Man. Abgeordneter, nicht aus der Perspektive des Gesundheitsministers. Aber denken wir, was wäre die Alternative? Gibt's nicht. Die Alternative wäre, dass wir bei jeder neuen Variante darüber diskutieren müssten, können wir die Schulen noch offen halten? Nein. Müssen die Geschäfte schließen? Ja. Geht es, dass wir den Einkauf noch machen? Muss wieder getestet werden? Aber die Zahlen sind ja gar nicht so klar, Herr Lauterbach. Wir erleben, dass es zum Beispiel in Hamburg einen Skandal gab, weil Peter Tschentscher insbesondere Ungeimpfte angeprangert hat und gesagt hat, dass die Zahlen der Infizierten bzw. auf der Intensivstation besonders groß sind. Ja, das ist aber keine gute Darstellung und auch Frage. Genau. Weil eine solche Frage... Weil Ihnen das nicht gefällt? Nö, es gefällt mir gut, aber ich will es richtig stellen. Also das unterstellt ja, könnte es sein, dass eine solche Situation in ganz Deutschland vorherrscht und dass es in ganz Deutschland so ist, dass die Ungeimpften vielleicht gar nicht so einen großen Anteil haben. Vielleicht sind es ja doch die Geimpften. Das ist sagen wir mal, das schwingt ja als Unterton. Nein, das ist die Ungeimpften eine faktische Darstellung. Genau, das schwingt aber in einer solchen Frage. Das ist Ihre Interpretation. Ja, so wird es jeder interpretieren, der uns zuhört. Und also ich sage, dass was in Hamburg passiert ist, das also war ein... Also das war ein Missverständnis, aber wir wissen natürlich durch die Zahlen des Robert-Koch-Instituts ganz genau, wie sich die Situation verhält. Ja. Und gesagt, selbst wenn wir keine belastbare Statistik hätten, es kann Ihnen wirklich jeder Kliniker sagen, der die Intensivmedizin dort betreibt, dass die sehr schwer Erkrankten, die also Ungeimpften sind. Und wenn es anders wäre, wäre es ein Wunder im Übrigen. Die Ungeimpften sind schuld. Genau, meine Worte.